Kind hatte ich nen Sommertraum, an dem ich heute auch noch denk. Hab damals bei meiner Oma im Gedenken. So, ich glaube, wir haben hier einen ganz annehmbaren Platz bekommen. Hier ist ein bisschen Schatten, das ist schön. Ja, Nelke kümmert sich immer um unseren Proviant, dass das sicher versteckt ist, bevor wir denn weggehen. Ja, das Teamwork. Ich räume so ein bisschen auf und sie kümmert sich darum, dass unser Proviant sicher liegt. Und danach gehen wir nochmal in den Ort. Tja. So, wir haben gerade mal unsere erste Runde hier in Scharbeutz gemacht, um zu gucken, wo wir morgen stehen. Genau dieses Wochenende ab morgen, 4 Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ist ein Straßenkünstlerfestival. Ja, sowas Blödes. Jetzt hat man da aus Straßenkünstlern so ein Event gemacht. Ja, hätte man sich bewerben müssen und so. Oh no, ey. Und das ist mir jetzt natürlich voll im Weg. Kann ich da irgendwie keine Straßenmusik möglicherweise machen, aber das werde ich morgen sehen. Also ich halte mich jetzt mal Richtung Hafkrug, andere Seite runter. So, hier ist noch nichts los. Und ich stehe in der prallen Sonne. Gucken, wie lange ich und meine Geräte das aushalten. Ich hoffe, dass diese Bude dann um 12 hier aufmacht. Und dass wir dann ein bisschen was machen können. Mal gucken. Ja. Ich weiß, ich soll nicht so viel meckern. Aber ich mach's trotzdem auch mal. Leider, muss ich doch nochmal wieder sagen, auch wenn ich nicht leid bin. Hier gibt's ganz viele Fressbuden, Strandbuden. Und das wird immer alles so von den, ich meine, ganz viel jüngere Leute auch. Und die haben da sicherlich auch Spaß dran. Aber die haben alle ihre komische Hausmusik, also H-O-U-S-E. Und überall, auf dem ganzen Strand, überall stehen Boxen. Und die läuft überall. Also es ist wirklich krass, es wird immer schlimmer, habe ich leider. Also ich muss einfach wieder zurück nach NRW, ich muss hier weg aus. Und dann noch weiter erstmal in Osten rein. Great time. Alles super. Ja, Michael ist hier doch nochmal geblieben in Scharbeutz und ist schon ein bisschen schöner. Hier habe ich eine super Akustik in dieser Überdachungshütte hier und es kommen immer mal ein paar Leute rein und ist schön, macht Spaß. Also hier ist gut, also schön, dass ich doch noch geblieben bin. Ja, neue Sonnenbrille habe ich auch, die alte habe ich irgendwo liegen lassen. Thank you.
Ja, hallo, ist der Micha. Ich habe gerade neue frische Seiten aufgezogen und die Zeit ein bisschen genutzt, weil hier hat es gegallert wie in Strömen. Deswegen habe ich hier ein bisschen erstmal noch nichts gemacht. Morgen ist Samstag, ich versuche es morgen. Zu gestern in Scharbeutz bin ich gar nicht hineingegangen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Da ist ein Straßenmusikerfestival. Jedenfalls war ich dann im Nachbarort. Und das war schön. Da habe ich meine 8 Stunden verbracht. Auch viel Musik gemacht. Aber es war recht leer.
Und ich habe dann auch erfahren, warum das da leer ist. Das war so eine Gegend, da standen unglaublich viele Ferienapartmentwohnungen. Die ganze Küste entlang. Und mir hat dann jemand erklärt, dass es dort reiche Menschen gibt, die lassen diese Dinger dahin bauen. Apartmentwohnungen für Urlauber. Und die sind dermaßen überteuert, dass die Menschen dort nichts mehr machen. Außer einmal eben zum Supermarkt sich eindecken für eine Woche und dann bleiben die nur in ihren Apartmentwohnungen und gehen runter zum Strand, baden, sonnen und abends wieder zurück in ihre Wohnung. Sie haben kein Geld mehr, um irgendwas anderes zu machen. Ja, fand ich auch mal wieder interessant. Deswegen, also mein Tipp ist, lass es. Lass die Finger von irgendwelchen überteuerten Ferienapartments. Hört auf damit. Einheimische Familien. Nehmt einheimische Familien, die ein Zimmer vermieten oder so. Macht das. Aber lasst die Finger von diesen hochgezogenen Dingern da, von irgendwelchen Multis. Hört auf, die noch reicher zu machen. Lasst es einfach sein. Die Dinger müssen leer stehen bleiben. Da darf gar keiner rein. So, das dazu. Eine Sache wollte ich noch mal eben sagen. Jedenfalls, mich hat das jetzt doch noch mal angeregt, darüber nachzudenken, ob ich mich zum Herbst hin vielleicht doch noch mal bewerbe, entweder für solche Events oder überhaupt gucken, ob man da irgendwelche Plätze findet, wo man dann gleich mal eine Woche bleiben kann oder so. Wenn das jetzt vielleicht doch nicht mehr so einfach ist als Straßenmusiker, dass man sich da so ein bisschen anpassen muss. Ja, wenn, dann würde ich das auch gerne ruhig mit einem Schlagzeuger und Bassisten machen. Also hiermit suche ich jetzt einfach nochmal einen Rhythmiker und einen Bassspieler. Wer auch immer Lust hat und selbstständig genug dafür ist. Ich glaube, ich muss einfach das, was ich bisher gemacht habe, also diese Art und Weise der Unterhaltung, wie sich jetzt in den letzten Jahren für mich gelernt habe, das muss ich einfach weitermachen. Und da suche ich einfach zwei Menschen, die das mitmachen. Also in der Sommerzeit 70% Oldies, 30% eigene Songs in der Sommerzeit. Und auch Oldies deshalb, weil es sich immer wieder neu zeigt und bewährt, dass das die Musik ist, die am meisten Herz vermittelt, am meisten ankommt. Und weil die meisten Zuhörer doch meine Generation sind, es sind die Älteren, die das noch kennen von früher, Live-Musik überhaupt noch kennen von früher und auch immer halt die Musik noch kennen von früher. Es sind natürlich auch viele Jüngere dabei, aber es sind einfach zu wenig. Deshalb einfach doch Oldies. Ja, und zu den Herbstzeiten möchte ich das Ganze umdrehen. Da möchte ich 70% meiner eigenen Songs spielen und 30% ausgesuchte Coversongs. So, weil dann beginnen so die Indoor-Aktivitäten. Und dann kommt man so ein bisschen Ruhe, die Menschen. Und dann sind sie auch bereit, so ein bisschen den Texten zuzuhören. Und ich habe das jetzt erfahrungsgemäß tatsächlich doch gemerkt, die Menschen da draußen sind interessiert an meinen eigenen Songs und sie hören zu. Und bisher, wo ich war, habe ich nur, die wollen alle wiederkommen und die fanden das sehr gut. Da habe ich alle ermutigt, weiterzumachen. Das nur mal so zur Werbung. Und deshalb suche ich da auch halt zwei Mitmusiker, die bereit sind, auch meine Songs zu lernen. Okay, gut, vielleicht geht ja was. So, ich bin jetzt mal weg, genug gesammelt hier. Ich habe einen trockenen Mund. Ciao, ciao. Kind hat ich einen Sommertraum, an dem ich heute. Ja, die Musik, die ich mache, die nennt man Oldie. Damals bei meiner Oma. Nicht daran, weil ich selbst auch einer bin. Ich träumte von einem Schuh. Die Jüngeren kennen da nichts von. Tut mir auch furchtbar leid für euch, aber das hat was mit dem Alter zu tun. Schade für euch. So, machen wir mal ein bisschen Dur. Ich habe jetzt immer eine Moll gemacht. Machen wir ein bisschen Dur.
every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. The little cross, the touch by my doorstep, say a sweet song, a family poor and true. This is my message to you all. Don't worry, ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no guy to make you smile. Don't worry, be happy. Don't spend your world with your face with flow. This will bring everybody down. Don't worry, be happy. Micha und Nelke sind wieder weiter. Wir sind immer noch auf Pöhl, aber nicht mehr auf Timmendorf. Ja, die Abende in Timmendorf waren dann wieder sehr, sehr schön. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn die Menschen dann sich mal irgendwo entspannen abends und da vor der Pizzeria sich setzen oder vor der Eisdiele und einfach mal anderthalb Stunden in Ruhe irgendwo sitzen bleiben. Ja, und ich dann auch mal anderthalb Stunden, zwei Stunden da in Ruhe sitzen bleibe. Und dann kann man sich so ein bisschen reinfallen lassen in die Musik, relaxen und ja, dann klappt das auch plötzlich wieder, ne, so. Weil wie gesagt, da vormittags, mittags, nachmittags, das war ja irgendwie alles nix. Ach, so ist das gerade. Aber wie gesagt, ich war jetzt zwei Abende beim Italiener und der hat das gerne gemacht, ich auch, der hat mich verköstigt, ich habe dafür Musik bei ihm gemacht und wir waren alle rundum zufrieden und haben unseren Spaß gehabt, auch die ganze Crew, die ganzen Mitarbeiter dort, wir haben Spaß gemacht und Spaß gehabt. Schön, und jetzt sind wir wieder weiter und
ich kenne diesen Ort hier schon. Ich finde das hier sehr schön. Das ist eine alte Backsteinkirche und ein kleiner Friedhof dabei. Kirchdorf heißt es, glaube ich. Und daneben ist irgendein kleiner See mit Anbindung zur Ostsee und Hafen. Hier gibt es auch noch einen kleinen Park mit Bühne. Das zeige ich euch gleich nochmal. Vielleicht gehe ich heute einfach mal auf diese Bühne da drauf und übe für mich. Na, mal sehen. Bis später. Ja, da ist die Kirche nochmal zu sehen. Und hier ein paar Meter weiter. Da oben ist die Bühne. Und das Ganze hier, diese ganze Anlage rumrum, da gehen wir gleich nochmal oben auf dem Wall drauf lang. Das war eine große Festung hier. Okay. Und ja, das ganze Stern, das hier war komplett eine Festung. Das hier ist die Kirche. Und hier stehen wir jetzt. Und da, wo wir jetzt raufgehen, das hier, das waren alles große Wallanlagen ringsrum. Und da muss hier wohl das Schloss gewesen sein. Okay. Gucken wir mal. Ja, das ist dann irgendwie im Anfang des 18. Jahrhunderts zerfallen und wurde als Steinbruch genutzt. Quasi haben die Pöhler sich die Trümmern des Schlosses zusammengesucht, ja, von den Trümmern und die Pöhler sich ihre Häuser gebaut. Ach komm, wir gucken mal rein. Ja, so habe ich es in meiner Erinnerung. Genau, da ist die Bühne. Ja, und dieser Ringwall drumherum, das war halt noch der alte Wall. Hier stand das Schloss. Ja, und hinter dem Wall, da wird dann wohl Wasser sein. Vielleicht kommst du ja am Ende der Zeit. Vielleicht kommst du dann ja auf mir zu. Ja, wird es sicher sein, am Ende der Zeit kommst du. Ja, schöner Bauwagenplatz. Genau hier oben. Ja, da ist sie. So, jetzt gehen wir mal zum Hafen. Ja, zum Hafen brauchen wir gar nicht laufen. Wir haben den auch hier ganz gut im Blick. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Rerik. Sehr eng hier alles. Wir müssen aufpassen beim Fahren. Ja. So, wir machen mal Zwischenstopp in Stove. Stove. Hier gibt es eine alte Mühle und hier wird noch gebacken. So ein kleines Museum dabei und der Kuchen und das Brot ist der Hammer. Ich habe das hier schon mal gekauft so und das ist wirklich sensationell. Ein unfassbar leckeres Brot hier. Irgendwie alles so mit Hefe, ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr fein. Ne, ich will gerade hier mal runter. So. Ja, dann gehen wir mal eben hin. Guck, so sieht das hier aus. Da sind wieder Leute, deswegen filme ich mal nicht. Ich filme gleich mal drinne so ein bisschen. Ja, Milch. Okay. Viel Milch. Ja. Ja, hier gibt es dann die kleinen Dorffestlichkeiten. Kann ich Ihnen
Ach, hier vorne einfach. Bin gleich da. Ich muss ja eh mal gucken, was ich mir da für einen Kuchen raussuche. Ja, die kenne ich auch noch, die alten Dreschpflege. Naja, das kennen wir ja auch noch von uns her so. Gucke mal. Hier wird gewaschen. Die guten alten Leinen. Ja, auf so ein Nachthemd, da hätte ich jetzt auch noch mal Bock. Ja, wenn man sich so ein altes Nachthemd anguckt, dann ist doch einem auch schon fast klar, wo diese ganzen weiß gekleideten Hausgespenster herrühren. Nelke, ich bin hier. Und wir gehen hier einfach mal hin und gucken jetzt hier. Ja, ich glaube, ich muss erstmal eben runter. Komm gleich noch mal hier rauf. Guck mal hier so. Lauter kleine DDR-Schätze hier. Okay, ich komme gleich noch mal. Ich muss mal eben zu der Nelke, die sucht mich sonst. Und dann machen wir gleich noch mal eine Runde. Ja. Guckt mal, Leute. Und das hier ist die Backstube. Ja, ich mach mal ein bisschen Werbung für euch hier. Bloß nicht. Lecker, lecker. Kommst nicht mal hinterher. Nelke, komm mal raus hier. Was gibt's gleich? Hotdog. Ah, und da kommt das dann rein und auch wieder raus. So sieht das dann aus. Und das. Schade, dass man keinen Duft irgendwie übertragen kann oder aufnehmen kann. Nee, ich hab den leider nicht. Wow. Aber man selber riecht das in Hessen gar nicht mehr. Nee. Ja, man riecht die Hefe. Nee, ich mache auch mit Weizensauerteig. Ach so, okay. Es gibt ja Roggen und Weizensauerteig. Damit haben wir lieber nur auch so ein Hobby weg, ey. Ja. Ja gut, ich mach mal aus jetzt hier. Ja, und während wir jetzt hier so diese riesen Kuchenstücke hier verschlingen, überlege ich mir gerade, ob ich hier einfach mal bleibe. Und ja, man kann ja hier mal Musik machen, mal so einen Nachmittag. Es sind vielleicht nicht so viele Gäste da, aber heute ist ja auch Montag. Erstmal abwarten, wie es am Wochenende aussieht. Komme ich hier nochmal rum und mache hier mal so einen Nachmittag gegen Kaffee und Getränke, Kuchen und sowas. Ja, und sowas hier suche ich eigentlich für unsere Küchenhexe. Ja, da wunderbar mal eben schnell ein paar Pfannkuchen machen. So, zum Herbst, Winter ist die Küchenhexe sowieso an. Da muss ich mal gucken bei eBay Kleinanzeigen, ob man sowas noch kriegt. So, wir sind jetzt in Rerik angekommen, Ortseingang Rerik. Das letzte Mal konnte man hier noch gut übernachten. Jetzt steht hier schon Campen verboten. Und hier gibt es so einen Weg. Das dauert ein bisschen, aber wenn man einfach mal ein bisschen weiter geht, kommt man hier schön zur Ostsee. Und es ist kaum Betrieb. Und man hat einen herrlichen Strand vor sich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, da kommen wir doch schon der Sache näher. Okay, im Gegensatz zum letzten Mal ist jetzt hier doch was los. Steht auch irgendwie eine kleine, weiß ich nicht, Unterstellhütte, Regenhütte, Schlechtwetterhütte. Die war anfangs noch nicht da. Mittlerweile ist das hier auch belebt.
Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Weiß ich noch, da saßen wir hier oben und haben gefrühstückt. Genau hier. Und da war ich schon wieder auf dem Rückweg. Ja, und da vorne ist Rerik. Das ist einmal die Seite, wie nennt sich das? So eine Wasserzunge nach innen. Und das ist diese Seite. Und auf der anderen Seite ist dann die offene Ostsee. Genau. Ja, guck mal, wenn man Disteln einfach mal in Ruhe wachsen lässt. Schön, ne? Ja, nicht aber beim Frühstück. Genau, wir waren gerade unterwegs und haben Brombeeren gepflückt. Richtig leckere, süße Brombeeren. Brennnesselsamen. Und ja, haben uns hier so ein Müsli gemacht. Körneresser, ja. Genau, wir haben es und sind am Frühstücken und ich überlege gerade, ob ich mich nicht mal wieder irgendwie die Ruhe finden kann, vielleicht 1-2 neue Songs zu schreiben. Ja, ich hätte auch ein Thema, was mir gerade aktuell erscheint. Das würde ich da gerne mit verbauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es angehe. Nämlich ein Song darüber, ja, über den sogenannten Rassismus. Weil, ja, da liegt es mir einfach mal am Herzen, diesen Begriff mal aus der Welt zu kriegen. Und diese Erklärungsmodelle da mal aus der Welt zu kriegen, weil ich einfach glaube, es gibt überhaupt gar keinen Rassismus. Das ist einfach nur ein anthropologisches Problem irgendwie. Das ist eigentlich ein Männerproblem. Das ist einfach ein Erbe von irgendwelchen alten, Millionen Jahre alten Veranlagerungen, dass wir einfach jeden Busch und jeden Baum markieren müssen, so wie Naked das auch immer macht. Und dann irgendwie Ritorien für uns eingrenzen. Ja, und so ein Männerding, sich immer mit der Faust gegen die Brust zu hauen. Und ja, jetzt wo ich das so ein bisschen auch anthropologisch betrachte alles, weil ich glaube, wir müssen irgendwie, glaube ich, in allen Bereichen anfangen, unsere Erklärungsmodelle mal dahin zu lenken, dass wir das alles mehr wirklich, ja, wie soll ich sagen, ja, anthropologisch betrachten. Alles hat seine Wurzeln in der Natur, weil das ist nun mal unsere Basis, unser Zuhause, unsere Herkunft. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder das Augenmerk hineinwerfen. Nicht irgendwie immer nur in irgendwelche politischen Erklärungen oder, ja, oder machtstrukturellen Erklärungen aus der Geschichte der letzten 200, 300 Jahre. Das hilft uns überhaupt nicht weiter, glaube ich. Es ist ein Lauf im Kreis. Ich glaube, das ist alles Bullshit. Wirklich Bullshit. Wenn wir wirklich nach Erklärungen suchen wollen und nach irgendwelchen Ursprüngen, dann müssen wir echt weiter zurück. Dann müssen wir einfach mal in unsere Entwicklungsgeschichte hineingehen. In die Entwicklungsgeschichte des Gehirns. Entwicklungsgeschichte unseres Körpers, unserer Herkunft. Da finden wir Antworten. Ja. Ja, und vielleicht komme ich da auch ein bisschen drauf, weil ich laufe ja jetzt hier so am Strand rum und da beobachte ich dann halt auch so ein bisschen diese Strandburgen, manche mehr, manche weniger. Und dann
meist Männer, die dann wirklich sich sowas anstrengen und ihre Brust herausdrücken. Das muss schon eine total unbequeme Haltung sein, den ganzen Tag immer so rumzulaufen. Ja, und dann auch so in Beziehung Vater-Kind, wenn ich das so manchmal so angucke, so heul nicht, wehr dich. Habe ich letztens gehört. Ja. Ja, das Ganze so, also ich bin davon überzeugt, dass es das, was wir als Rassismus bezeichnen, ist eigentlich im Ursprung so ein Männerding irgendwie. Ja, und wir hören ja auch nicht auf damit. So, wir gehen auf Mittelaltermärkte und natürlich findet man als Kind irgendwie nicht den Spinozer gut, der da in seinem Zelt sitzt und eine Brille anfertigt oder eine Linse schleift. Natürlich finden wir als Kind irgendwie den schwarzen Ritter toll, der da auf seinen Hengst daherreitet mit einer fetten Lanze und alles umhaut, was ihm im Wege kommt. Und den Bogenschützen, der sie alle niedermäht mit seinen Bogen und Pfeilen. Und ja, da zieht es uns hin. Und der mit dem Schwert. Ja, und irgendwie tragen wir das immer noch in uns drin. Das ist schade. Also wirklich, das, was ich da beobachte, manchmal bei auf den Parkplätzen, wenn die Kids sich da treffen, um ihren Audi Coupé vorzuzeigen und da ihre Kreise drehen, das ist nichts anderes, als sich mit der Faust gegen die Brust zu klopfen. Ja, ist wohl leider so. Oder hier, guck mal. Der Gitarrenrocker mit der Kutte, Stehkragen hochgeklappt und die lange Mähne darüber wallend. Ja, das sind alles so diese Bilder noch, die das, finde ich, in sich tragen. Auch immer diesen Wettkampf und ja, ist doch so. Ja, wir hören auch nicht auf damit. Im Sport ist dieser Wettkampf halt immer noch da. Im Grunde genommen ist das auch schon Rassismus. Bayern gegen Dortmund. Wo ist da der Unterschied? Tja, oder im Wirtschaftsleben, im Industrieleben, wenn irgendwie Fabrikanten, Unternehmer ihren Wettkampf da führen und sich wirklich bis aufs Blut mit Anwälten aufeinander rumhacken, bis zum Tode des anderen. So sieht's ja da draußen aus. Oder, ja, was fällt mir noch ein? Ja, ganze Staaten, die gegeneinander in Wettkampf treten, im industriellen Wettkampf. Ja, solange wir das so weitermachen, wird sich nichts ändern. Religiöse Vorherrschaft. Also im Prinzip habe ich alles schon gesagt, mit diesem, auf YouTube gibt es so ein so ein Instrumental-Song von mir. Und da ist ein Text eingefügt, den habe ich mal geschrieben. Und mit diesem Text ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, solange wir halt diesen Wettkampf da weiterführen, das ist für mich Rassismus. Ja. Und ich weiß nicht, wer das ändern kann. Das denke die Natur. Wird es denn, wenn es denn nötig sein wird, wird die Natur das von alleine ausmerzen und ändern und ablegen? Von mir aus auch Gott, wie auch immer man Natur da bezeichnet. Und ja,